Hallo ihr Lieben. Bei uns gegenüber gab es Nachwuchs und jetzt brauche ich eine schöne Karte zur Geburt. Und es soll ja nicht irgendeine Karte sein, deswegen basteln wir heute eine sogenannte Rotating Pop-Up-Karte. Die habe ich jetzt auf mehreren Kanälen gesehen, sowohl auf Instagram wie auch auf YouTube. Und ja, die wollte ich jetzt auch mal versuchen und das ist der perfekte Anlass, um sie zu gestalten. Ich habe schon einiges vorbereitet, weil sonst wird das Video endlos lang werden. Ich habe benutzt als Papiergrundlage hier dieses Farbkarton-Set Naturfarben mit in 12x12 Inch. Daraus habe ich das Taub und das Elfenbein verwendet, weil wir eine 15x15 Karte insgesamt machen. Und da habe ich dann die Länge von 30 cm, die ich hier ausschneiden kann. Dann habe ich mal wieder meine Lieblingspapiere zur Geburt kombiniert. Einmal das Rainbow Boho und das Baby Boho. Dann gab es zum Stempeln der Sprüche dieses schöne neue Set von Kulrike. Nennt sich zur Geburt. Und dann habe ich hier aus diesem Lilac Flower Set von Studio Light noch die Hintergrundstempel verwendet, um da noch so ein bisschen was im Hintergrund zu machen. Also diesen hier und vielleicht benutzen wir auch noch diesen hier, mal gucken. Und ja, ich habe mir aus den Papieren einiges ausgeschnitten, zurechtgeschnitten. Und wir fangen jetzt erstmal an mit den Papierzuschnitten, die wir grundsätzlich brauchen. Da wäre einmal die Grundkarte in 30x15 gefalzt bei 15. Dann habe ich mir für innen einmal Designpapier, zweimal Designpapier zugeschnitten. Das ist aus dem Boho Baby, das ist aus dem Baby Boho. Das hat 14,5 x 14,5 und für innen habe ich mir außerdem zurechtgeschnitten ein kleines Textfeld, wo man noch einen Gruß lassen kann. Das hat 9 x 14 cm und dann für den Mechanismus habe ich mir auch aus Elfenbein ausgeschnitten ein Papier in 9 x 10 cm. Das ist für innen. Das mache ich auch nochmal wieder zusammen, damit ich nicht durcheinander komme, denn es gab eine kleine Materialschlacht und deswegen habe ich auch so viel vorbereitet. Dann für in den Mechanismus brauchen wir insgesamt 3 Kreise. Die habe ich jetzt so ein bisschen an meine Stanzen angepasst und auch mit meinem Kreisschneider von Vaessen noch einige geschnitten. Ich habe hier einmal der größte Kreis. Hat außen die Maße 10,5. Dieser gewellte Kreis hat 10 cm und in der Mitte habe ich hier schon mal 6 cm ausgeschnitten. Das habe ich so gemacht, dass ich einfach den gewellten Kreis genommen habe und dann mir eine zweite Stanze mit 6 cm in der Mitte positioniert habe. Und das werden wir hier jetzt auch noch mal einmal gleich gut durchkurbeln, damit wir da in der Mitte eine Aussparung auch haben. Dann habe ich noch eine andere Kreisstanze gefunden. Die ganzen Kreisstanzen kann ich euch nicht mal mehr sagen, wo sie her sind. Die sind halt in meiner Schublade für die Standardformen drin. Ja, dann habe ich halt einen mittleren Kreis noch ausgestanzt. Die Unterlegung ist Designpapier. Das ist dieses hier, kann ich euch schon mal von der Außendeko zeigen. Das ist so eine Leinenoptik. Und das hat die Maße 8 cm und das Innere ist nochmal aus Elfenbein ausgeschnitten mit dem Kreisschneider in 7,5, damit das hier super drauf passt. Und da habe ich auch schon einen Spruch gestempelt in dem VersaFine Clear Fallen Leaves, also so ein Braunton, eben aus dem Stempelset zur Geburt von Kulrike. Und dann gibt es noch einen kleinen Kreis, auch da habe ich ein DSP unterlegt. Das ist auch wieder so eine Wellenkreisstanze. Die hat die Maße 6 cm und den Innenkreis habe ich wieder mit dem Kreisschneider ausgestanzt. Der hat 5,5 cm. Also die 3 Kreise braucht ihr. Und ja, dann habe ich mir mit dem ABC Groß nochmal den Namen von dem kleinen Herren ausgestanzt. Einmal aus dem Designpapier
Und dann zweimal aus elfenbeinfarbenem Cardstock, einfach, dass sie so ein bisschen mehr Stabilität kriegen. Und für innen habe ich mir dann zum Dekorieren auch noch mal so ein paar Sachen ausgeschnitten aus diesen Bögen vom Designpapier. Das werden wir dann zum Schluss mit aufkleben. Ja, für außen auf der Karte drauf möchte ich zum einen einmal das Designpapier mit dieser Mattung legen. Die Mattung kommt auch aus dem Designpapier. Und dann eine Banderole basteln. Dafür habe ich mir aus dem Regenbogenpapier hier was ausgeschnitten. Das passte ganz gut so als Banderole. Und zur Verstärkung nochmal aus dem taubfarbenen Cardstock. Das hat 4 cm Breite, das hat 4,5 cm Breite. Und dann habe ich noch so eine kleine Verlängerung ausgeschnitten. Das dürften 4,5 mal 6 cm sein. Da schneiden wir uns dann den zweiten Streifen einfach zurecht, so dass man es nachher sieht, man es eh nicht mehr, weil da das Etikett drüber kommt. Das ist die Etikettstanze von Kulrike. Und da habe ich auch eben aus dem zur Geburtsstempelset in dem vollen Leaves gestempelt und dann im Hintergrund den zweiten Abdruck mit dem Morning Mist genutzt und dann eben die Hintergrundstempel genutzt aus dem Set von Studio Light. Wir setzen die Karte jetzt erstmal zusammen und kümmern uns dabei als erstes mal um die Deko des Innenteils, bevor wir uns an den Mechanismus machen. Dafür nehme ich mir meine Grundkarte und klappe mir die auf. Und bringe dann erstmal auf beiden Seiten das Designpapier an, ganz normal mit meinem Flüssigkleber. Das Designpapier ist angebracht. Jetzt werde ich mir mein Schriftfeld, was nachher hier hinkommt, noch ein bisschen verschönern. Dafür nehme ich mir hier zum einen so ein paar Stanzteile. Da nehme ich mir jetzt hier diesen Hintergrundstempel von Studio Light aus dem Set, also den anderen, wie ich vorhin auch für das Etikett benutzt habe, und werde da auch ein bisschen was draufkleben. Und dann schaue ich mich mal einmal, wie ich mir das so gedacht habe. Ich glaube, so finde ich das ganz schön. Und da drumherum werde ich halt jetzt mit dem Stempel ein bisschen was stempeln. Und dann nehme ich mir das Morning Mist, also das Grau von Versa Fine Clair. Und stempel mir das einmal ordentlich ab und gebe mir das dann hier so ein bisschen. Na, das ist nicht schön abgestempelt. Einmal richtig schön gleichmäßig abstempeln und dann gebe ich mir das hier so ein bisschen hin, wo die Herzchen nachher so sitzen. Und dann klebe ich meine Stanzteile da einfach plan auf, denn ich möchte die Karte nicht zu dick werden lassen. Wir haben ja nachher noch den Mechanismus. Und ja, das wird schon irgendwie dick genug, ne? Da gebe ich mir das hin. Und den Regenbogen. Das ist das Schöne an dem Rainbow Set. Da habt ihr halt echt auch verschiedene Größen mit dabei an Regenbögen, die man eben wunderbar zusammen nutzen kann. So, und dann kommt das dekorierte Teil einfach hier links in die Ecke. Dann haben wir die Seite schon fertig. Jetzt kommen wir zum spannenden Teil des Ganzen hier, und zwar zum Mechanismus. Dafür nehme ich mir mein Stückchen Elfenbein in 9 x 10 cm und das falze ich mir bei der 9 cm Seite. Bei 3 cm und bei 6 cm oder halt bei 3 lege ich es immer gerne hier an. So, dann drehe ich das Ganze und falze bei der 10 cm Seite bei 1,5. Schieb mir das ein Stückchen weiter, dann bei 3. Dann drehe ich mir das Ganze und lege es jetzt hier links an bei 4,5.
und bei 8,5. So. Dann sieht das Ganze so aus. Und ich werde jetzt mit dem Bleistift ein bisschen was einzeichnen. Ich habe es jetzt so rum, dass die drei schmaleren Rechtecke quasi oben sind und hier das große Rechteck ist. So, wir dürfen gleich die vier äußeren Rechtecke wegschneiden. Dann nehme ich mir mein Geodreieck zur Hand und werde hier in der Mitte von diesen, das ist das zweite und dritte Rechteck von oben, einmal durchkreuzen. Ich zeichne es euch an. Das wird nachher gefalzt. Da zeichne ich so eine Strichelinie an und natürlich auch noch von den beiden anderen Seiten. Das wird gefalzt. Dann müssen wir schneiden und zwar einmal in der Falz von dem zweiten, zwischen dem zweiten und dritten Rechteck von oben schneiden wir einmal. Und dann müssen wir uns hier ein Dreieck rausschneiden und zwar in der Form, dass wir uns hier diese Falzlinie versetzen, bis wir hier auf die Falzkreuzung treffen. Das geht auch mit dem Lineal, mit dem Geodreieck ist es ein bisschen genauer, weil dann kann ich hier auch wirklich an der Falzlinie anlegen und mir ein gerades Dreieck ziehen. Einmal auf der Seite und das gleiche auch nochmal auf der anderen Seite. Auch da nehmen wir wieder die Falzlinie und verschieben das Geodreieck quasi bis es hier ist. Gucken, dass wir schön gerade sind. Und zeichnen uns hier auch noch eine Linie ein. Und diese beiden entstandenen Dreiecke dürfen gleich weg. Ich zeichne hier auch nochmal nach. Also hier schneiden wir dann auch noch entlang. Jetzt machen wir die ersten Schneidarbeiten. Als erstes schneide ich mir hier die Rechtecke an den Ecken raus. Schön gerade an der Falz entlang. Dann sieht das Ganze so aus. Jetzt schneiden wir hier an der zweiten Falz einmal komplett ein, bis wir auf diese Falzkreuzung treffen. Dann schneiden wir uns hier diese Falz ein, bis wir auf diese Falzkreuzung treffen und schneiden uns dann hier an unserer eingezeichneten Linie das Dreieck raus. Und das gleiche machen wir dann nochmal auf der anderen Seite. Erst die Falz einschneiden, dann die Falz einschneiden und dann das Dreieck rausschneiden. So, jetzt sieht das Ganze erstmal so aus. Jetzt muss ich mir hier diese beiden Seiten gleich nach hinten bringen und das mittlere Kreuz noch mal falzen. Dafür nehme ich mir noch mal mein Falz- und Schneidbrett und lege mir das so an, dass ich halt wirklich hier mit der oberen und der unteren Ecke in der Falzlinie bin. So, halte es gut fest und falze einmal nach. Dann lege ich das andere nach hinten. Drehe mein Papier nochmal in die Richtung und falze hier nochmal. Und dann sieht das Ganze so aus. Jetzt müssen wir noch eine Sache machen. Und zwar falten wir jetzt diese beiden breiteren Seiten mittig nach innen
falzen das einmal. Und möglichst auch gerade. Falzen das einmal nach. Die andere Seite auch. So. Und dann schneiden wir das, was hier außen ist, auch noch einmal ab. So. Und so. Damit sich das nachher nicht ins Gehege kommt, kürzen wir hier oben auch noch so ein Stückchen von dem Dreieck weg. So. Dann falzen wir einmal diese Linien nach von dem Kreuz, was wir uns nachgefalzt haben. Und am besten auch einmal die mittlere Linie hier. Und dann gucken wir, dann gehen wir hier mit den Fingern so rein. Ich mache das immer am liebsten mit den Daumen und bringen uns das so zusammen, dass ihr quasi die Spitze hier vorne habt und das restliche nach hinten wegklappt. So, das Ganze falze ich auch noch mal einmal nach. Und ganz wichtig, hier die Seiten, die wir gerade abgeschnitten haben, brauchen wir gleich noch. Die behaltet mal schön, ne? Dann klappen wir uns diese Seitenteile nach hinten und kleben die hinten fest. Gut andrücken, die andere Seite genauso. So. Und dann sieht das Ganze so aus. Ich schneide hier noch mal einmal kurz nach, weil das mir zu weit rausragt. Dann nehme ich jetzt mal einmal meine lange Schere und schneide hier einfach noch mal einmal entlang. So. Wenn wir jetzt so weit sind, können wir die Karte auch zusammenkleben bzw. den Mechanismus einkleben. Und dafür nehme ich mir jetzt wieder meine Grundkarte und guck mir die Rückseite an, und ihr habt ja hier das Dreieck mit dem Rechteck. Auf das Rechteck und nur auf das Rechteck hier macht ihr jetzt Kleber drauf und klebt es dann so hin, dass das hier schön an der Falz anliegt, schön gerade ist. Und ich mache so ein bisschen weiter nach unten, weil es dreht sich ja noch ein bisschen. Also nicht ganz mittig, sondern so ein Stückchen weiter runter. Und dann drücke ich mir das hier richtig schön fest. So. Und lasse es kurz anziehen. Da lege ich mir auch einfach mal einen Acrylblock drauf, sodass das richtig schön anziehen kann. Dann kümmern wir uns als erstes um den größten Kreis. Da müssen wir noch ein Loch in der Mitte stanzen. Und das mache ich so, indem ich einfach hier die Stanze einmal mittig anlege wieder, so dass sie gut einrastet, und mir das Ganze nochmal durch die Stanzmaschine gebe. Wenn das angezogen ist, klappe ich mir das hier unten so ein bisschen auf. Also hier sind jetzt ja die zwei Rechtecke, und auf das untere Rechteck gebe ich mir jetzt so ein ganz bisschen Kleber und stecke mir diesen Kreis so dahinter, dass der ungefähr mittig hier liegt. So. Und drücke mir das auch einmal an. Dann brauche ich meinen kleinen Kreis. Der kommt jetzt auf das
obere Rechteck. Achtung, dass ihr nicht euren Mechanismus hier verklebt. Und zwar hier so dahinter. Achtet darauf, dass der nicht über die Files geht nachher. So. Da gebe ich mir jetzt so ein ganz bisschen Kleber auf das obere Rechteck und setze mir den Kreis so hinter den oberen Kreis. Und guck, dass das eben ein Stückchen von der Falz weg ist. Wenn jetzt noch Kleber übersteht, einmal abputzen. So. Dann können wir den Mechanismus hier in die Karte reinkleben. Dafür kommt hier auf dieses Rechteck, was hier links noch ist, von vorne Kleber drauf. Das falte ich mir auch einmal noch, so dass das sich besser bewegt gleich. Und dann drücke ich mir das einmal richtig gut an, schließe die Karte. Drück's mir hier richtig gut an, auch nochmal mit dem Falzbein gerne drüber fahren. Dann gucke ich mal eben, ob das alles hier so passt. Ja, das sieht gut aus. Und dann warten wir mal kurz, bis das Ganze richtig schön angezogen ist. So, wenn sich das jetzt schon richtig gut festgedrückt hat, gebe ich noch mal ein bisschen Kleber hier direkt an die Falz. Weil da ist nachher die ganze Kraft drauf. Das muss richtig gut anziehen. Das passt mir. Und dann habe ich hier mal einmal ausgemessen, wie groß das Stückchen hier ist und habe mir so ein kleines Stück Designpapier noch zugeschnitten, damit man nicht das Weiße vom Mechanismus sieht, auch wenn da gleich noch ein bisschen der andere Kreis drüber kommt. So. Und dann habe ich ja hier noch so ein Reststückchen. Das schneide ich mir noch mal einmal schön ab. Da schneide ich mir einfach die Falz noch mal raus. So. Und dann knicke ich das mittig. Und jetzt haben wir hier quasi zwei Quadrate und ein längeres. Das obere Quadrat schneide ich ab. Und das Rechteck, ne, das Quadrat guckt mich jetzt an. Und das Rechteck klebe ich hier oben in diese Ecke rein. Dafür gebe ich hier einfach auf die Ecke ein bisschen Kleber. Und klebe mir das da rein, so dass es nicht über die Falz geht. Auch einmal gut andrücken. Und dieses Quadrat hier klebe ich jetzt nach oben, so dass man hier noch mal so eine kleine Verstärkung hat. Und dann kommt mein Spruch mit drauf, mein dritter Kreis, mein mittelgroßer Kreis, und der kommt hier auf dieses umgeknickte Quadrat drauf, also nur auf dieses Quadrat gebe ich jetzt noch ein bisschen Kleber, positioniere mir das ungefähr mittig in der Luft so ein bisschen und drücke das dann auf das Quadrat richtig gut an. Wie gesagt, der Spruch ist aus dem Set zur Geburt von Kulrike. Und dann gucken wir mal, ob das alles so funktioniert. Das sieht sehr gut aus. Sehr, sehr schön. So, jetzt werde ich das innen drin noch so ein bisschen dekorieren. Da muss ich erstmal gucken, wo ich den Matz hinsetze, weil das ist natürlich das Wichtigste. Ich mache euch jetzt aber einfach mal einen Schnelldurchlauf mit ein bisschen Musik an, damit es nicht allzu lange dauert hier. Den Matz wollte ich eigentlich hier so anbringen. Sollen wir einmal gucken. Ne, der dreht sich nach unten weg. Ich hoffe, dass sich die Buchstaben dann nicht irgendwie festfressen.
Es hackt noch ein bisschen, aber ich glaube, je öfters man das macht, ne, hier hakt es auf jeden Fall noch so ein bisschen. Naja, der Beschenkte muss dann beim Zuklappen der Karte hier mal einmal so ein bisschen aufpassen, ne? So, dann gucken wir mal. Das Bärchen finde ich extrem süß. Also, wie gesagt, das Aufklappen klappt sehr, sehr gut. Das Zuklappen aufgrund dessen, dass halt die Buchstaben so ein bisschen erhöhter sind, nicht so gut. Da muss man einmal kurz dagegen drücken. Ja, aber ist dann so, ne? Dann ist hier in dem Set, habe ich entdeckt, noch so ein kleiner Herzchen. Stempel und ich finde, der passt ganz gut, den einfach noch mal hier oben mit hinzustempeln. Und da werde ich, glaube ich, auch das Grau noch mal wieder abstempeln und das benutzen. Ja, das ist doch süß. Das macht es jetzt noch aus, ne? So. Ah, ich finde es so genial, ne? Hat mich auch ein paar Nerven gekostet, diese Karte, muss ich ja gestehen. Aber ich finde es genial. Jetzt machen wir auch noch schnell das Äußere schön. Zum einen kleben wir hier einmal den Aufleger auf die Mattung. Ich habe hier in der Mitte noch was ausgespart. Ihr wisst ja, ne, gerade bei Designpapier kann man ja nicht genug sparen an Papier. Und nur damit das unten drunter wegguckt, braucht man ja jetzt, kann man ja hier was aussparen. Und ich mache das dann immer so, dass ich quasi außen an der Aufleger was mache und hier innen liegend nochmal an der Mattung, damit das auch gut zusammenklebt. Und dann bringe ich die einfach gut mittig auf. So. Und da machen wir auch nicht mehr viel dran. Das kommt jetzt auch einfach hier vorne auf die Karte drauf. So. Auch natürlich mit einem kleinen Rand. Und einmal schön festdrücken. Jetzt scheint die Sonne hier so rein. Ich hoffe, das stört nicht so sehr vom Licht her. So, und dann machen wir uns die Banderole noch schön. Dafür klebe ich mir jetzt hier einen Streifen auf meinen taubfarbenen Streifen. Wie gesagt, dieser hier hat ungefähr 4 cm, weil es einfach vom Design her ganz gut gepasst hat. Dann klebe ich den hier möglichst mittig drauf. So. Jetzt lege ich mir das um die Karte. Guck, dass die Karte einigermaßen mittig drauf liegt. So. Und dann biege ich mir das einfach einmal um die Kartenseiten drumherum, so dass halt noch so ein bisschen Luft ist. Ja, passt ganz knapp nicht, seht ihr? So. Und dann kann ich mir das nochmal so übereinander legen, dass es auch wirklich schön parallel aufeinander liegt. Und nochmal einmal nachfalzen. Hier auch. Einmal mit dem Falzbein drüber. So. Und ja, jetzt mache ich halt noch eine Verlängerung drauf. Die mache ich mir aber ein bisschen kürzer sogar. Das
so ungefähr 3 cm, ne? Und dann gebe ich mir hier einfach an die beiden Seiten ein bisschen Kleber und hier an die äußeren Seiten von meiner Verlängerung. Halt das schön zusammen und klebe das quasi oben drüber. Drück's mir gut an. Probieren wir einmal. Ja, das passt, wackelt und hat Luft. Und dann kommt da einfach nur noch hier mein Etikett drüber. Ich glaube, das mache ich ein bisschen erhöht. Da setze ich mir hinten drauf einfach so ein bisschen Foam Tape. So ein Streifen in der Mitte, damit das auch ja nicht hier über die Banderole hinausgeht. Und dann setze ich mir das möglichst gerade auf meine Banderole drauf. So, und dann könnt ihr es gucken, wie ihr es gerne hättet. Ich lasse es, glaube ich, eher im unteren Drittel. Und dann ist mein Kärtchen auch fertig. Einmal abziehen und tada! Ich lieb's. Ich find's super cool. Und ja, ich hoffe, ihr auch. Und damit verabschiede ich mich. Denkt an das Boho Baby und Boho Rainbow für die nächste Geburtskarte oder Karte zur Geburt. Und auch an das neue Stempelset mit diesen wunderschönen Schriftarten. Ich sag jetzt erstmal, bleibt gesund und kreativ und tschüss bis zum nächsten Mal.